Ja, ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM-Karriere 2021 hier beim 1. FC Kaiserslautern. Im letzten Part hatten wir das Vorbereitungsspiel gegen unsere zweite Mannschaft und gegen die Würzburger Kickers. Beide haben wir gewonnen, beide haben wir aber nur knapp gewonnen. Jetzt gilt es, die Taktik zu lernen und dann auch gut umzusetzen. Und ja, da möchte ich mich erstmal bedanken bei allen, die natürlich fleißig eingeschaltet haben und natürlich bei denen, die auch einen Kommentar dagelassen haben. Und die werde ich jetzt einfach mal alle verlesen. Wir haben einmal BennettBW08, endlich mal wieder eine XXL-Folge, dann M-Team mit Hi, dann Marcel Schwarz, Hi, weißt du, dass ob die Möglichkeit gibt, das Stadion irgendwann zurückzukaufen, und der Wooferproof mit ein Herz, ein moinliches Herz. So, okay, dann schauen wir mal nach, ob das denn irgendwie möglich ist. Vereinsinfo, schauen wir mal jetzt nach. Wo könnten wir denn das Stadion haben? Die Einrichtung ist das Fritz-Walter-Stadion. Wenn ich da drauf klicke, kann ich erstmal nichts machen. Dann muss ich wahrscheinlich mal zum Finanzen. Nee, Vereinsinfo. Wo ist denn unser Präsidium? Das ist vielleicht noch das Wichtigere. Da können wir nämlich dann beim Vorstand anfragen. Hier, Vorstand anfragen, Stadion, neues Stadion bauen. Ich denke, dass man da auch dann anfragen kann, ob man das Stadion wieder zurückkaufen möchte. Jugendeinrichtung verbessern, Trainingseinrichtung verbessern, Finanzen kann man, Mitarbeiter. Das müsste man jetzt wissen, wenn das Stadion nicht mehr uns gehören würde. Ich weiß gar nicht, das Fritz-Walter-Stadion müsste eigentlich dem 1. FC Kaiserslautern doch noch gehören, oder nicht? So, wir haben Matthias Schüssler verpflichtet. Er ist ein 34-jähriger Torwarttrainer. Dann schauen wir mal, 667. Das wäre auch besser gegangen, aber der war ablösefrei. Wie ihr wisst, haben wir gerade 0 Euro. Wenn wir natürlich Geld haben, jetzt nicht so viel, dass es für einen Spieler reicht, können wir in unsere Mitarbeiter stecken und da mal was aufbauen, dass wir sagen können, alles klar, wir wissen, unser Torwarttrainer, unser Athletiktrainer, unser Assistenztrainer und unser Co-Trainer sind dann alle auf einem selben Niveau und auf einem guten Niveau. Das macht schon viel aus bei FM 2021 oder auch FM 20. Wenn du gute Co-Trainer, Assistenztrainer, also wenn du dein Trainerteam gut aufgebaut hast, dann ist das relativ gut für die Mannschaft. Ja, Mike Frech kommt auch zu uns. Interessanter Name. Er wird jetzt Athletiktrainer, war vorher auch arbeitslos. Wie gesagt, wir müssen ja noch ein bisschen aufs Geld achten. Aber sobald ihr die Möglichkeit habt, dann investiert gerne auch in Mitarbeiter. Also wenn man diese 4 Mitarbeiter und dann noch einen guten Scout hat, also wenn man in 5 Mitarbeiter investiert, kann man auch echt manchmal wirklich gut, wir kriegen noch einen Athletiktrainer. Es ist fast so viel wert wie ein durchschnittlicher Spieler dann. Gut, was ich jetzt auch festgestellt habe, oh, wir haben vor allem noch 2 Plätze frei, ist, dass es echt drauf ankommt, ich muss gerade gucken, was wir mitnehmen, wir nehmen lieber noch einen Verteidiger mit. Warum sind die jetzt rot? Ach, unregistriert. Nee, dann kann ich die ja gar nicht mitnehmen. Da kann ich ja nur gerade mal... Ja, dann ist egal. Das drücke ich doch nochmal auf Auto. Dann haben wir jedenfalls das. Was ich sagen wollte... Weiß ich nicht mehr. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar... Das mit den Medien... Wie oft Medien auf dich zukommen... Ist jetzt davon abhängig... Wo du gerade stehst, in welcher Liga du spielst, wo du in der Tabelle stehst, bist du in der ersten Liga, aber bis 18. Dann kommen nur so 2, 3 Presseleute und stellen dir nur eine Frage und dann hauen die wieder ab. Manchmal auch gar keine. Stehst du weiter oben, gerade auch mit einem Team vielleicht, was gar nicht so weit da oben hingehören sollte, so vom Namen her. Ich habe das zum Beispiel jetzt mit auch einer Stuttgart-Karriere, da bin ich jetzt 7. oder 8. Und da sitzen immer 7, 8 Presseleute und die wollen natürlich auch Fragen haben, dann dauert das Interview natürlich länger. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel gerade gar keins gehabt. Im letzten Part war es ja so, dass wir
das hatten, weil wir debütiert haben. Und da ist immer Presse. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir aber rein ins Spiel. Ja, und dann entscheide ich mich jetzt mal für entscheidende Highlights, damit wir mehr Spiele durchmachen können. Wir sind die Mannschaft im roten Trikot, verlieren hier jetzt gerade den Ball gegen Dynamo Dresden. Ist jetzt auch kein leichter Gegner, gleich für die dritte Liga. Stefaniak, und da liegen wir hinten. Marvin Stefaniak, und da liegen wir hinten. Einwurf auf den Dresdner, der hat dann einmal nach vorne gespielt und der läuft da durch, als ob es kein Morgen gäbe. Da brauchen wir auch auf nichts hoffen. Das steht 1-0. Das heißt, ja, ist jetzt gerade noch nicht so gut für uns. Achtung, da kommt der nächste Angriff und wir liegen 2-0 hinten. Wir liegen 2-0 hinten. Ich glaube, das ist mir selten passiert, dass ich nach 23 Minuten so schnell so hoch zurückliege. 2-0 nach 23 Minuten. Das bedeutet ja auch gleich schon der letzte Platz. Aber wir geben nicht auf. Das ist eine ganz wichtige Devise. Wir müssen auch die Taktik, die ich mitbringe, auch lernen. 2-1, 30. Minute. Hikmet Zivci. Kivki oder Zivci. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Spieler hat getroffen. Dynamo wieder im Angriff. Das müssen wir jetzt irgendwie zu verhindern wissen. Das macht Redondo gut. Redondo geht in die andere Richtung, verliert wieder den Ball gegen Stefaniak. Verliert da wieder den Ball. Und jetzt hat Dynamo Dresden wieder die Oberhand. Sie haben zumindest Ballbesitz und machen das gar nicht schlecht. Der lange Ball. Oh, Fehler. Uiuiuiui. Knappes Ding. 32 Minuten gespielt. Redondo wieder auf den Außen. Na, lässt sich da nicht fallen. Da kommt der Kopfball. Also wir geben hier nicht auf. Man muss aber auch wirklich sagen, das ist das schwerste Spiel mit Bayern 2, was du, glaube ich, in der dritten Liga haben kannst bald zum Einstieg. So, dann starten wir mit der Halbzeit 2. In der Hoffnung natürlich, dass das jetzt hier besser läuft. Hikmet Çiftçi hat auch noch eine gelbe Karte. Dann wird er wahrscheinlich gleich auch mal ausgewechselt. Und ja, es passiert gerade gar nichts in der zweiten Halbzeit. Jetzt nochmal ein langer Ball von uns. Freistoß. Gewurstel. Da war keine Hand dabei. Da war nichts dabei. Schade. So, wir wechseln Çiftçi aus gegen Tom Rieder. Ich habe einfach Panik, dass wir hier eine gelb-rote Karte kassieren. Und jetzt können wir sowieso noch grundsätzlich wechseln. Denn, ja, die Spieler sind so langsam auch K.O. Hanslik kann mal kommen. Jussek können wir nicht auswechseln. Redondo können wir mal für Skalatidis. Hä? Skalatidis ist ja kaputt. Ach, Redondo genauso. Hey, das checke ich nicht. Ach, Skalatidis haben wir ausgewechselt. Ja, dann brauchen wir den auch nicht einwechseln. Okay, dann können wir es schon fast so lassen. So, 10 Minuten sind noch zu spielen. Noch liegen wir mit 2-1 hinten. Ich hoffe natürlich jetzt noch auf ein Unentschieden. Dominik Schad verletzt sich in der 90. Minute. Wir haben niemanden, der diese Position spielen kann. Das ist schlecht, wenn die niemand spielen kann. Eieieiei, aber irgendjemand muss es ja spielen. Dann geht jetzt mal der Rieder dahin. Und der ist auch schon raus. Jetzt haben wir einen Mittelfeldspieler zentral. Dann muss da einfach mal... Wir haben zu viele Stürmer und nichts anderes dabei. Hier ist gerade eine Fliege, die nervt mich. Ja, wir sind schon weit über der Nachspielzeit und das Spiel ist zu Ende. Wir verlieren leider 2-1. Und hier sehen wir es auch nochmal. Wir lieferten eine fantastische Leistung ab. Wenn man den XG-Wert betrachtet, der war deutlich höher als der von unserem Gegner. Wenn wir mal angucken, das ist Dynamo Dresden. Das ist die Leistungskurve von denen. Und das ist unsere. Also das hätte nicht, laut diesen Expected Goals, hätte das hier nicht als Niederlage enden dürfen. Aber
Statistiken sind Statistiken und die wahren Fakten sind die zwei Tore, die Dynamo Dresden geschossen hat und wir haben eben nur eins geschossen und dann verliert man. So, die abschließende Pressekonferenz zu diesem Spiel. Dann bin ich mal gespannt, welche Fragen wir alles so bekommen. Sie haben verloren und wechselten Marvin Pure trotzdem nicht ein. Können Sie diese Tatsache den Fans erklären? Ja, natürlich kann ich die erklären. Ich sage, wir lernen alle aus dieser Niederlage. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal nicht ganz so vorsichtig taktieren. Sie haben heute die erste Niederlage als Kaiserslautern-Trainer erlitten. Wie fühlt sich das an? Alles hat ein Ende. Wir stehen jetzt wieder mit beiden Beinen auf dem Boden und müssen nun zeigen, wie gut wir eigentlich wirklich sind. Die Fans waren eindeutig der Meinung, dass Nicolas Sessa heute eine Auswechslung verdient gehabt hätte. Warum haben sie ihn trotz seiner unterdurchschnittlichen Leistung auf den Platz gelassen? Also, die gehen mich auch gerade ganz schön scharf an, dafür, dass wir ein Spiel verloren haben. Und wäre ich der Meinung gewesen, dass es notwendig war, ihn zu ersetzen, hätte ich es getan. Marvin Stefaniak ist zum Spieler des Spiels gewählt worden. Sind Sie damit einverstanden? Er war heute wirklich beeindruckend zu unserem Leidwesen. Marvin Stefaniak hat heute durch einen platzierten Schuss aus der Distanz sehenswert gegen ihr Team getroffen. Wie haben Sie es gesehen? Es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht meine Aufgabe, gegnerische Tore zu loben. Ich glaube, die Reaktion auf die Pressekonferenz war leicht positiv. Also, auch das müssen wir auch mal noch bedenken. Wenn wir natürlich da negativ gegenüber der Presse sind, dann werden die natürlich sauer auf uns und nehmen uns immer auseinander. Die Auslosung im DFB-Pokal für die zweite Runde steht an und ich bin mal gespannt, was passiert. Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Greuther Fürth gegen den FC Bayern München. Leipzig gegen Darmstadt. Wien Wiesbaden gegen Hoffenheim, St. Pauli gegen Arminia Bielefeld, Dresden gegen Jahn Regensburg, Stuttgart gegen Union Berlin, Duisburg gegen Hertha BSC Berlin, Hannover 96 gegen Bochum, Dortmund gegen Augsburg, SSV 1916, also Sandhausen gegen Nürnberg, Sportclub Freiburg gegen Paderborn, Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf gegen VfL Osnabrück. Wer ist jetzt noch drin? Eieiei, wir kriegen ein schweres Los, egal wer es wird. Wir kriegen entweder Gladbach, Frankfurt oder Bremen. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir ein Heimspiel kriegen. Kaiserslautern gegen den SV Werder Bremen. Wir als Drittligist gegen einen Bundesligisten. Das wird keine einfache Aufgabe, sind aber zu Hause. So, jetzt haben alle das erste Spiel gehabt. Wir sind Tabellenplatz 16 mit 0 Punkten. Und wir müssen gegen den 20. gegen Türkgücü München, die gegen Bayern 2 gleich ein Derby hatten und das verloren haben durch Joshua Zirkzee. Den hätte ich gerne auch gehabt, aber ich konnte das Gehalt nicht stemmen für eine Ausleihe. Und als ob wir nicht schon Probleme genug haben, verletzt sich auch noch Marius Kleinsorge für 2 bis 3 Monate. Jetzt kann ich sagen, Ausfall für 2 bis 3 Monate bei voraussichtlichen Kosten von 3.400 Euro ist bei einem Spezialisten. Wenn er uns dann auch noch verspricht, dass er vielleicht nicht mehr ganz so schnell sich den Unterschenkel, Halsbein, was hat er, einen Unterschenkelbruch hat. Ein Arzt könnte dann für einen Ausfall von 2 bis 3 Monate sorgen und der Physiotherapeut, der sorgt auf jeden Fall für 3 Monate. Wahrscheinlich ist er dann fitter. Aber ich denke, ich schicke ihn mal zum Spezialisten. Das kostet zwar Geld, aber ja, jetzt sind wir nicht nur schlecht gestartet, sondern uns gehen die Spieler so langsam aus. Denn wenn wir mal in die Verletztenliste gleich reingucken, dann seht ihr, was da Sache ist. Hier sehen wir die Verletzung. Es ist Marius Kleinsorge mit seinem Unterschenkelbruch, Daniel Hamstig mit einem Muskelfaserriss in der Rückenmuskulatur, dann Dominik Schad mit einer Bänderzerrung im Knie, Philipp Hercher ist ein Ergänzungsspieler. Ihr seht auch immer, was die hier für Eigenschaften bei uns haben. Ergänzungsspieler, Stammspieler, Stammspieler. Aber Philipp Hercher ist auch ein Ergänzungsspieler mit einer Wadenzerrung. Und Tom Rieder auch ein Stammspieler mit einer Knöchelverdrehung. Also 1, 2, 3 Stammspieler, die uns ausfallen. Und auch noch ihre
Ergänzungsspieler. Also so langsam weiß ich gar nicht, wen ich aufstellen soll. Aber dafür steht jetzt Marvin Poirier wieder zur Verfügung. Und Daniel Hanslick kann auch spielen. Und ihr seht es, die Ersatzbank wird immer kleiner und es sind fast nur noch Stürmer bald drauf, also Abwehrspieler so gut wie gar keine mehr. Einen einzigen, zwei Mittelfeldspieler, zwei Stürmer und hier haben wir zwar noch einen Torhüter, den können wir auch mitnehmen, nur bringt das uns wenig, weil wir den nicht auswechseln, aber dann sind noch welche unregistriert und verletzt. Also, tja, jetzt wird's eng. Ja, und da sind wir schon im Spiel gegen Türkgücü München. Es zählen 3 Punkte. Es wird aber verdammt schwierig. Ich habe euch das Ganze gesagt. Wir sind schlecht reingestartet. Aber das ist Türkgücü München auch. Und wir haben noch Verletzungspech. Das weiß ich nicht, ob Türkgücü das auch hat. Wir müssen jetzt aber mal Punkte sammeln. Und da ist schon ein großer Fehler von Türkgücü fast gewesen. Wir wären da vielleicht fast durchgekommen. Er hatte direkt auf unseren Kopf gespielt, aber wir konnten ihn dann schlecht annehmen und somit war dann Türkgücü doch wieder. Ich dachte erst, wir wären die Roten, aber wir sind diesmal in Schwarz. Ja, ein langer Ball auf Poirier. Knapp. Wieder ein Einwurf, der wieder auf einen Münchner geht. Und wenn die jetzt da außen auch ein Tor machen, dann muss ich über Einwürfe nachdenken. Denn die gehen irgendwie immer zum Gegner. Und München kommt. Das war kein Foul. Nächste Chance. Und ich denke, das wird überprüft werden. Nein, es wird nicht überprüft. Nochmal kurz vor der Halbzeit. Jetzt ein Einwurf mal auf unseren Mann. Und dann kann auch gleich was entstehen. Jetzt hier die nächste Möglichkeit. Schade. Jetzt ist aber auch gleich die Nachspielzeit zu Ende. Das ist ein guter Pass. Das ist die Latte. Jetzt haben wir auch noch das Riesenpech. Ah, die schwarze Linie. Das muss man vielleicht nochmal als Bug melden. Wir haben den Button Bug melden. Ich mache mal hier ein Screenshot von, damit ihr das sehen. Schwarz dürfen die nicht nehmen oder die müssen das Feld hier weiß machen, weil schwarz sieht kein Mensch hier drauf. Aber wir liefern eine bessere Leistung ab. Ja, das sieht man auch hier. Wir haben 3 Schüsse aufs Tor, die haben 0 Schüsse aufs Tor. Ja, der Expected Goal sagt eben 0,54 Tore hätten wir schon schießen dürfen. Und dann könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr eigentlich von diesen Statistiken wie Expected Goals? Da wird ja berechnet, aus wie viel Prozent der Ball eine Trefferwahrscheinlichkeit hat. Mit allen Faktoren. Von wo schießt der Spieler? Welcher Spieler schießt? Mit welchem Fuß schießt er? Steht die Sonne waagerecht, senkrecht? Also da wird alles mit einberechnet. Aber wir müssen jetzt mal wechseln. Marlon Ritter wieder verletzt. Da kann ich einen Verletzten für einwechseln. Also so langsam gehen mir echt die Spieler aus. Ritter jetzt auf Chifchi. Jetzt Redondo mit einer guten Flanke. Mann, mach ihn doch mal rein. Mehr als verdient. Die Münchner mit einem langen Ball und er ist alleine. Wir kriegen zu einfach Gegentore. Da wird auch nicht moniert, dass es abseits wäre oder sonst irgendwas. Wir sehen ihn leider nicht hier, aber nee, war nie und nimmer abseits. Ach, das ist doch ärgerlich. Ja, damit starten wir natürlich richtig schlecht in die Saison. Gegen Türkgücü München auch verloren. Ich würde nicht sagen, dass das ein ausgeglichenes Spiel war, wie die hier schreiben. Vom Ergebnis ja, aber ansonsten eher nicht. Waren wir schon weit überlegen. Och, das. Wir müssen jetzt unsere Überlegenheit auch mal ausspielen. Der späte Siegtreffer von Tom Böhre muss sehr bitter gewesen sein. Wie wird sich das auf die Mannschaft auswirken? Ich habe langsam auch keine Worte mehr dafür. Die Spieler können aus dieser Leistung viel Positives mitnehmen. Wir waren nahe dran, etwas Zählbares mitzunehmen. Das waren wir wirklich. Das sage ich jetzt nicht, um die Spieler zu motivieren, sondern das waren wir wirklich. Die Hiobsbotschaften hören einfach nicht auf. Ich glaube, dass das ein Fluch ist von diesem Spiel. Denn zu 90% meiner Karrieren, die ich anfange, fangen genau so an. Und dann habe ich meistens privat
dann nicht mehr es geschafft, die noch vernünftig hinzukriegen. Wenn man einmal Glück hat und das Ganze passiert nicht, dann kann man eine gute Mannschaft aufbauen. Aber jetzt fällt unser Top-Stürmer mit 7 Wochen bis 3 Monaten auch noch aus. Also der nächste Verletzungsfall. Das, ja, weiß nicht, wie wir das kompensieren sollen. Ja, wie ihr seht, es sind auch noch 2 leicht Verletzte auf der Bank. Das nützt alles nichts. Wir müssen ins Leistungszentrum gehen und mal nachschauen, wen man uns da denn wahrscheinlich für die erste Mannschaft mal holen kann. So, den ersten, den wir uns geholt haben, ist Gottwald. Jetzt gehen wir noch in die nächste. Schauen mal rein, was wir da so haben. Wir brauchen Kaiserslautern 2. Und ja, ihr seht schon, es sind dann nicht die berühmten Spieler hier drin, die man so haben will. Aber ich nehme mal den Konstantin Fahrt, nehme ich auch nochmal mit. Und die können ja auch wieder zurück, wenn unsere Mannschaft mehr hergibt. Jetzt kommt auch noch, dass Sickinger uns verlassen möchte. Ich aber gesagt habe, nee, ist nicht. Wir haben einfach zu wenig Spieler. Und jetzt brauche ich ich brauche ihn irgendwie. Das geht gar nicht. Und dann kann ich auch die Fäuste in die Hände machen. Er ist natürlich enttäuscht. Der Wecker ist aus, aber ein Spiel machen wir trotzdem noch. Er ist natürlich, klar ist er enttäuscht. Wenn du die Chance hast, für Union Berlin zu spielen, dann willst du da hin. Aber ich kann jetzt nicht auch noch einen Spieler verkaufen, weil wen soll ich denn verpflichten? Wir schauen mal. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden durch unser Scouting. Bjarne Tölke, der ist nämlich vereinslos. Ja, das Spiel fängt jetzt gleich an und ich habe im Vorfeld schon gesehen, die Spieler sind erstens mit der Taktik noch nicht 100% überein. Zweitens sind sie im ganzen Kollektiv noch nicht drin. Spalles, wir führen 1-0. Dafür ging das jetzt ja ziemlich schnell. Also es sind 16 Spieler, die beunruhigt sind, weil sie noch nicht regelmäßig in dieser Formation gespielt haben und nicht regelmäßig mit diesem Kader. Aber was soll ich denn machen, wenn sich alle verletzen? Oh, 10 Minuten gespielt. Stefan Aigner, Wien Wiesbaden, 1-1. Ja, es passt vorne und hinten nicht, aber was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn sich alle verletzen? Dagegen, da kann ich auch eine Übertaktik einstellen, mit der man immer gewinnen könnte vielleicht, wenn es sowas gibt, aber wenn die Spieler wegbrechen, ja dann nützt dir die beste Taktik nichts. Hart jetzt mal mit einem langen Ball, aber auch der geht wieder weg. Das ist ein Problem. Die Pässe müssen ankommen. Und jetzt kommt Tietz und der Ball ist drüber. Wien Wiesbaden. Immer noch im Angriff. Spahic kann den Ball nicht festhalten. Tietz zum 2-1. Wir liegen einmal wieder hinten. Und ganz ehrlich, wenn jetzt Mike und Jan zuschauen und immer sagen, der Kerl, der kann dieses Spiel zu gut, dann ist hier der Gegenbeweis. Ja, zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, was ich uns wünschen soll. Vielleicht eine Niederlage, aber alle bleiben gesund. Oder vielleicht noch einen Verletzten und wir holen mal einen Punkt. Jetzt der lange Ball. Spalvis, du musst schießen, Junge. Schießen musst du einfach nur. Wiesbaden über außen. 3-1. Stefan Aigner. Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass dieses Projekt nur 2 Folgen geht. Aber es sieht nicht gut aus. Wien Wiesbaden mit einer Ecke. 4-1. 4-1. Jetzt kriegen wir das Knüppeldick. Wir wechseln jetzt mal. Denn irgendwas müssen wir ja machen. Ich bin, ja, enttäuscht. Das ist das richtige Wort. Ich bin einfach enttäuscht. Der Verein hat 0 Euro. Das ist natürlich auch übelst bitter, dass wir nicht einen einzigen Spieler uns holen konnten. Schade ist beides.
um den Kader einfach breiter aufzustellen. Und dann haben wir jetzt auch noch das Problem, dass uns die Spieler, die wir haben, sich verletzen. Dadurch kannst du keine Taktik einüben. Dadurch kannst du keine Routine in die Mannschaft kriegen. Und dadurch verlierst du dann auch ein Spiel 4:1. Also das war, ja, das war grottig. Das war richtig, richtig übel. Dann kommt noch die abschließende Pressekonferenz. Und ich denke, wir werden so durch den Pudding gezogen. War das ein Tag, an dem man lieber im Bett geblieben wäre? Es war eine schwache Leistung und ein beschämendes Resultat. Es wartet jede Menge Arbeit auf uns. Und damit möchte ich auch auf den Tisch schlagen. Wie wirkt sich so ein enttäuschendes Ergebnis von nun auf Ihre Pläne aus? Es ist nicht so, dass wir zum Reißbrett zurückkehren müssen, aber wir haben Dinge, an denen wir arbeiten müssen und das muss so schnell wie möglich beginnen. Der Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause kam wohl zum äußerst ungünstigen Moment. Gegentore schmerzen immer, egal wann sie fallen. Finden Sie auch, dass Benedikt Röcker heute ein brillantes Spiel gemacht hat? Es kann nicht allzu oft vorkommen, dass Sie auf einen Gegner treffen, der solch eine Leistung abliefert. Ich denke, dass ihm da unsere Leistung ein Stück weit entgegengekommen ist. Ich glaube, die Pressekonferenz lief schlecht. Ja, natürlich lief die schlecht. Wir sind ja auch gerade richtig schlecht. Ja, und zu allem Unmut dieser Folge, die jetzt auch so langsam dem Ende zugeht, kommt auch noch, dass Bjarne Tölke nicht zu uns gehen kann, denn wir müssten 8.000 Euro zahlen und wir haben keine 8.000 Euro. Warum möchte der 8.000 Euro haben? Wahrscheinlich, weil es irgendeine Prämie ist, aber wir können nichts davon bezahlen und damit können wir schon den Transfer absagen. Wir können auch das Budget angleichen, aber ich bin mal gespannt, ob das jetzt geklappt hat. Ich wäre da jetzt richtig froh, wenn ich doch noch zum Ende diesen Partes dann die Vermeldung machen kann. Wir haben zumindest einen neuen Spieler in der Verteidigung. Ja, und damit kann ich was verkünden, was jetzt eben noch passiert ist, nämlich der Tölke, der spielt jetzt bei uns. Wir müssen dann nochmal die Spieler registrieren lassen. Aber dann dürfte alles soweit seine Ordnung haben. Ja, und wenn ihr dann demnächst nichts mehr verpassen wollt, ich weiß noch nicht genau, wann die nächste Folge rauskommt, aber es wird eine nächste Folge rauskommen. Und dann hoffen wir, dass wir einfach besser wieder reinstarten in die Liga. Sonst war es das sowieso bald mit diesem Format. Denn ich denke, noch so ein Part gegen Waldhof Mannheim, Bayern und Ingolstadt, es wird nicht leichter. Davon können wir rechnen, dass es 3 Punkte werden. Also wir müssen punkten, sonst haben wir hier schon deftig, mächtig ein Problem. Aber wie gesagt, es liegt natürlich auch daran, dass sich alle Spieler bei uns gerade reihum verletzen. Und jetzt würde ich sagen, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye.